Die große Frage ist, die wir uns jetzt stellen, warum glaube ich das, was ich glaube? Und die Antwort ist ganz einfach, weil es mir logisch erscheint. Die große Schwierigkeit, nur weil dir was logisch erscheint, heißt es noch lange nicht, dass es deshalb so ist. Du hängst dir in einem ständigen Dilemma. Und jetzt müssen wir gleich wieder die Frage stellen, na, was denkst du, wenn ich du sage? Wen spreche ich jetzt an? Und ich weise immer wieder darauf hin, ich spreche mit etwas, wo die von dir ausgedachte Menschheit absolut überhaupt keine Ahnung hat. Ich spreche jetzt mit einem Geist, mit einem bewussten Geist mit Bewusstsein. Du kannst dir zwar tausende von Videos her suchen, wo dir irgendjemand was über Bewusstsein erzählt, aber ich behaupte, die haben überhaupt keine Ahnung. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich beweise dir mit 100%iger Sicherheit und wohlgemerkt, ich beweise das nur dir, nur einem Allereinzigen, nämlich dem Geist, der sich jetzt in diesem Moment dieses Video ausdenkt. Was Geist ist, ist in Hunderten von Videos von mir beschrieben und es ist ganz einfach. Geist ist etwas, was nicht als Ding an sich nicht existieren kann und nicht existiert. Man müsste ja eigentlich nur wissen, was das Wort Existenz bedeutet, existere, heraustreten und auftauchen. Das heißt, sobald etwas zu existieren beginnt, entspringt diese Existenz aus einem Geist und nur dieser Geist zieht das, was er selbst in Existenz setzt. Das klingt jetzt sehr geschwollen, aber ich erkläre dir das jetzt ganz einfach. Das ist die große Erkenntnis, ich erkläre dir, dass du Gott bist. Zumindest ein Gott. Aber da müsste es ja viele Götter geben. So wie das in den asiatischen, von uns jetzt ausgedachten Ländern, ja der Glaube ist, der Fall ist, diese vielen Götter. Wir natürlich wissen, es gibt ja bloß einen Gott. Ob wir den jetzt Jahwe oder Gott oder Allah nennen, der sich komischerweise, wenn man das richtig übersetzt, im Koran immer wir nennt. Und der Gott in der Bibel, dieses El Hayom, heißt eigentlich nur Gott das Meer, wenn man es richtig übersetzt. Damit will ich es einmal gut sein lassen. Und jetzt komme ich auf die wesentlichen Punkte, die ich zwar schon tausende Male wiederholt habe in dir, vorausgesetzt, du hast dich schon länger mit Holofeeling beschäftigt. Und jetzt ist diese große Sache, was lösen diese Worte für Vorstellungen in dir aus? Und das ist das Einzige, wo du Geist den Fokus drauf legen musst. Holofeeling ist ein vollkommener Umsturz. Von allen Werten, von allem, was du gekannt hast, das macht Angst. Aber dir muss erst einmal klar sein, wenn du mich jetzt sprechen hörst und du hörst mich jetzt sprechen, weil ich nur mit diesem einen Geist rede, der mich jetzt sprechen hört, bist du Geist und du bist ewig. Und ich betone auch immer wieder, du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, wenn du die Chance nicht nützt, durch diese symbolische Tür gehst, die ich dir mit Holofeeling öffne, nämlich auf eine höhere Bewusstseinsebene aufsteigst. Kein esoterisches Geschwätz, kein religiöses Geschwätz und schon gar kein vollkommen geistlos nachgeäfftes naturwissenschaftliches Geschwätz. Was ich dir jetzt erzähle, ist hundertprozentig sicher und sofort auf der Stelle überprüfbar. Auch empirisch. Vorausgesetzt, wir haben es mit sinnlich wahrgenommenen Informationen zu tun. Das ist der Maß, den ich mit Holofeeling anlege, dass ich sage, der Intellekt eines von dir jetzt ausgedacht 13-jährigen Kindes reicht aus, um diese Sachen sofort nachvollziehen zu können, auf der Stelle. Diesen Maßstab, wenn du anlegst bei religiösen Behauptungen, bei naturwissenschaftlichen Behauptungen und bei der Esoterik, was du feststellen, das bricht diese ganzen Dogmen und Kartenhäusern, die man geistlos nachäfft, brechen wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Ich sage immer wieder, die Naturwissenschaft ist ein arithmetisches Kartenhaus, das wollen wir uns heute genauer anschauen. Heute, immer heute, wo die unteren Karten erstunken und erlogen sind. Die ganzen Berechnungen stimmen zwar, aber was ist die Grundlage für diese Berechnungen? Einfach nur Wissen, das man vom Hörensagen kennt. Das heißt also nochmal, du bist der Einzige, der mich interessiert. Du. Die Frage ist, was bist du selbst? Ich sage, du bist Geist, du bist Bewusstsein, rot gelesen. Du bist ein Adam, ein Gotteskind. Und es gibt nur einen einzigen Adam. Adam gibt es nicht in der Mehrzahl. Wenn dich das jetzt hier
auf wird, dann musst du dir einfach die Mühe machen, deinen Fokus zu verlagern auf die Solo-Feeling und auf die Selbstgespräche. Von nichts kommt nichts, sagt man. Das ist übrigens richtig, von nichts kommt alles. Alles, was du dir ausdenkst, kommt aus einem absoluten Nichts und das ist Gott. Die Juden nennen den ja als Gott geschrieben einfach nur El. Schreibt sich in Zahlen gesprochen, ich erzähle dir hier etwas, schlichtweg und einfach von rechts nach links gelesen, 1,30. Wir können das natürlich spiegeln, von links nach rechts lesen, dann haben wir 30,1, das heißt dann Le oder La. Da müssen wir jetzt sich auskennen, ein bisschen mit dieser Vordersprache. Und jetzt kommen die wesentlichen Punkte. Ich habe am Anfang, bevor ich eingeschalten habe, ich rede jetzt mal immer so halb bröselig, habe ich gesagt, ich werde das jetzt einmal zuerst einmal in 6 Minuten quetschen, dass ich es vorwärts nicht so lange mache. Und jetzt komme ich auf die wesentlichen Punkte und bitte höre jetzt sehr, sehr aufmerksam zu, geh die Gedankengänge mit und du wirst feststellen, du musst innerlich bei jeder Aussage eigentlich nicken. Da gibt es nichts zu diskutieren, was ich dir jetzt sage. Als erstes, du erlebst nur deine eigenen Informationen. Den Satz wiederhole ich gebetsmannhaft, weil du das immer und immer du im Meer vergisst. Das, was immer ist, ist was anderes wie die Wellen, die aus dem, der immer ist, auftauchen. Das nenne ich Gedankenwelt. Es verändert sich an dir nicht das Geringste, wenn sich deine Informationen verändern. Du bist jetzt der Geist, der immer nur seine eigenen Informationen zu sehen bekommt. Diese Aussage wird kein von dir jetzt ausgedachter Arzt und kein Physiker widersprechen können, weil das nämlich auf den Gleisen seiner anerzogenen Logik richtig ist. Das heißt, es muss in dir drin sein und du erlebst nur deine Informationen. Ich mache das einmal ganz einfach. Du bist der Einzige, der das erlebt, was du denkst. Das ist so ein Satz. Willst du da mit mir darüber diskutieren? Das ist was ganz, was Intimes, was Geheimnisvolles, aber auch Wundervolles, wenn man dieses Intim in Time, Intime mit hebräischen Buchstaben schreibt und von links nach rechts liest, dann heißt es nämlich was Wundervolles, Geheimnisvolles. Das ist das Wundervolle in dir und jeden Gedanken, den du denkst, in dem Moment, wo du etwas denkst, das ist ein Faktum, eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache. Mit diesem Denken eines Gedankens entsteht in dir eine Information. Und diese Information erlebst nur du. Wenn du die Konsequenz von dem, was ich dir jetzt gesagt habe, verstanden hast, wird alles, was du bis dato, bis zu dem Jetztpunkt geglaubt hast, sich in Luft auflösen. Es wird sich entlarven als eine riesengroße Lüge, die von dir selbst erschaffen wird in dir. Das ist alles, was du dir ausdenkst. Entheilig dich durch den Bruch des ersten und des zweiten Gebotes. Das erste Gebot ist, es macht dir kein Bild von Gott, hast eigentlich macht dir kein Bild von dir selbst. Nochmal, in dem Moment, wo du etwas denkst, entsteht in dir eine Information und du bist der Einzige, der diese Information erlebt. Du bist der Schöpfer für all deine Informationen, für deine Gedanken. So, und jetzt mache ich Schnipp und jetzt denkst du an deine Beine. B1, das polare eine. Wo waren die jetzt bis jetzt? Ich habe jetzt eine mit Worten, nur Geräusche. Das waren jetzt Worte, das waren Geräusche. Und wenn du jetzt diese Gedankengänge mitgehst, habe ich gesagt, jetzt wackel mit den Zehen. Die Geburt ist eine Ehe-Existenz. Die Ehe ist immer eine Gedankenwelle. An den Beinen. Und dann hast du jetzt eine Information, die haben wir durch diese Worte erschaffen. Und weder dieses polare eine, die Beine, noch die Z-Ehe-Existenz, diese Zehen, wenn du die wackelst, die sind übrigens in dir drin. Jeder Mediziner wird dir erklären, du kannst erst was wahrnehmen, wenn das in dir drin ist. In deinem Gehirn. Das Gehirn existiert jetzt auch, weil man es denkt. Wenn du was nicht denkst, existiert es nicht. Das wiederhole ich immer wieder, das ist der Schlüssel. Und in dem ständigen Wechsel deiner Informationen verändert sich an dir selbst nicht das Geringste. Du bist immer derselbe Geist. Und ich betone mit Nachdruck, wenn du nur einen meiner Sätze in Holofeeling, und ich betone, Holofeeling ist ein Riesenwerk, das dir zugänglich ist, vollkommen kostenlos. Das Einzige, was es dich kostet, ist Zeit. Das zu studieren, kostet dich
eine Unmenge von Zeit, von der du unendlich viel zur Verfügung gestellt bekommst von mir, weil du ein unsterblicher Geist bist. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, das Ganze, das eine Leben, das du jetzt durchlebst, ist wie wenn du einen Film anschaust, ein Videospiel spielst, eine Rolle spielst auf der Bühne des Lebens. Das ist der Brösel, mit dem du dich verwechselst, wenn du an dich denkst. Das ist das erste Gebot. Mach dir kein Bild von Gott, heißt, mach dir kein Bild von dir selbst. Und du bist ein Gott, du bist ein Schöpfergott. Weil alles, was du denkst, in dem Moment, wo du was denkst, erschaffst du in dir eine Information, die nur du erlebst. Diese kleine Erkenntnis, um das zu erkennen, benötigst du praktisch so gut wie gar kein intellektuelles Wissen. Darum sage ich, jedes 13-jährige Kind ist in der Lage, das sofort auf der Stelle zu überprüfen, dass nur das existiert, was du jetzt denkst. Oder wir gehen nochmal in den Bereich der sinnlich wahrgenommenen Informationen, speziell der Bereich Optik, das, was du jetzt auf deiner VR-Brille hast. Das ist nicht da aus. Das ist das zweite Gebot. Mach dir kein Bild von irgendwas da droben im Himmel oder da drunten auf der Erde. Es sind ausgedachte Dinge und egal, wo du dir was hindenkst, es ist hundertprozentig sicher hier und jetzt deine Information. Wäre dem nicht so, würdest du es ja nicht sehen können. Da steckt immer dieses Wort Ehe mit drin. Und jetzt ist interessant, schon der Adam wird in der Bibel beschrieben, ein Adam, wohlgemerkt, nur es gibt keine Plural von Adam, als Säge wie eine Körper. Übersetzt als männlich und weiblich, tausendfach bin ich darauf eingegangen, eigentlich heißen diese Wörter Denker und unterirdischer Gang, Loch. Loch ist Lebensfrische. Aber da müsste man jetzt jedes, da will ich ja gar nicht so mich versinken, sondern diese Erkenntnis, wenn du das nicht akzeptierst, wirst du leiden. Und jetzt ganz, ganz massiv, ich verwirkliche nämlich in dir jetzt deinen weitergehenden Glauben, das heißt, es verwirklicht sich in dir deine Ängste. Du bist der Richter über alles und jeden und ich vollstrecke deine Richtersprüche an dir selbst. Das ist die göttliche Gerechtigkeit. Das heißt, du hast es in der Hand, kein anderer. Aber diese Aussagen relativiere ich immer wieder. Das ist eine Schutzfunktion, dass ich zu dir sage, jetzt, wenn du schon an dich denkst, denk dich nicht als Trockennasenaffe, als sterbliches Säugetier, weil du äffst ja nur nach. Du hast noch keine eigene Meinung. Das ist das, was ich dir zeige, wenn wir jetzt Videos anschauen. Es wird niemals, und bitte jetzt genau aufgepasst, es wird niemals das, was ich dir, Geist, jetzt erzähle, irgendein Mensch, den du dir ausdenkst, verstehen können. Mensch meine ich jetzt blau, Enosch, sterbliches Säugetier. Ich erkläre dir, dass du ein ewiger Geist bist und eine vergängliche Erscheinung kannst du nichts erklären. Mach dir mal bewusst, lass bitte das auf dich wirken, was ich dir jetzt sage. Das ist die ganzen ESO-Köpfe, egal was in dir auftaucht, diese Pixelmännchen, die du jetzt vor dir hast, die kriegen das nicht mit. Es sind Erscheinungen. Und jetzt schau in dich rein, ob du glaubst, ob da außen irgendwelche rumlaufen. Eine Ariane, eine Helene, eine Nadja, ein Udo, egal was es ist. Das ist eigentlich das, was man zuerst einmal verstehen muss. Nadja hat die Unterhaltung verlassen. Was ist jetzt passiert? Wo ist die hingegangen? Gute Frage. Alles, was in dir auftaucht, geht dahin, wo es herkommt, nämlich es fällt wieder in dich rein. Das nenne ich Gedankenwelt. Jeder Gedanke, den du denkst, lass uns doch jetzt einmal an ein grünes Maßmännchen denken. Lass uns an den Osterhasen denken. Das sind jetzt erst einmal Worte, was passiert jetzt, wenn du der deutschen Sprache nicht mächtig bist? Das wäre jetzt, wenn ich sage, ich würde jetzt Chinesisch sprechen oder Türkisch oder sonst wie, dann wären das nur Geräusche. So wie wenn du jetzt türkische oder chinesische Pixelmännchen hast, die chinesische und türkische Geräusche, ich sage mal Sprache, aus dem Lautsprecher rauskommen. Du musst dir bewusst machen, was jetzt da ist. Und das, was jetzt da ist, ist hundertprozentig sicher deine Information, sonst würdest du es nicht wahrnehmen. Das ist der eigentliche Kern bei Holofeeling, was sich von allem unterscheidet, was du überhaupt kennst. Da kann man zehnmal sagen, ich träume bloß, es gibt bloß hier und jetzt. Wenn Figuren in deinem Traum, sprich irgendwelche Informationen, solche Sätze äußern, machen die das, weil du das träumst, weil du das denkst. Denken ist wie Träumen und das Symbol des Träumens baut sich letztendlich auf, dass hier in dir selber was entsteht, das aus dir selber kommt. Das ist das Einzige. Es geht hier nicht
wenn ich immer sage, da liegt keiner da, ein träumender Geist ist nicht irgendein Affenkörper, der da liegt, der in seinem Kopf irgendwas erlebt. Wer erlebt das? Ein Gedanke von dir erlebt nichts, auch wenn du das bis dato geglaubt hast. Ein Gedanke von dir eine Information hat, sie wird so sein, wie du glaubst, dass es ist. Das ist das Verwirklichen des Glaubens. Wenn du jetzt immer wieder, ich wiederhole dieselben Beispiele, es wiederholt sich in dir, weil du es noch nicht verstanden hast. Was wiederholt sich eigentlich? Schon das Wort wiederholen. Das beginnt mit wie und dann kommt das Wort der. Der übrigens ist eine geöffnete Berechnung in der Vordersprache. Das heißt, dieses Wiederholen, es wiederholt sich und wiederholt sich so lange, bis du es verstanden hast. Und in dir wiederholt sich das, was du willst und was du nicht willst. Das erkläre ich immer und immer wieder, da hast du keinen Einfluss mehr drauf. Das heißt, wenn dein Intellekt voller Wünsche ist, kommt wie aus dem Nichts, kommen immer wieder diese Gedanken von dem, was du dir wünschst. Das ist hochinteressant. Du wirst merken, du kommst in eine eigenartige Art von Einseitigkeiten und das, wovor du Angst hast oder worüber du dich ärgerst, das wiederholt sich aus. Ich nenne das übrigens das Wollen ist, ich will und ich will nicht. Und in der Vordersprache haben wir schon wieder das W vorne, ist dieses W. U in der Physik ist die Spannung. Es wird etwas aufgespannt, es wird aber doppelt aufgespannt. Und das ist dieses Plus 5, Minus 5 in dem Jahwe. All das ist erklärt, da will ich ja heute nicht so genauer darauf eingehen, was Sprache selber ist, sondern mir geht es darum jetzt, dass du irgendwann einmal anfängst, dich für das zu interessieren, was du wirklich bist. Ich habe jetzt da ein D mit reingeschummelt, das heißt Wirklichkeit, die Wirklichkeit heißt ein wirkendes Ich. Ich nenne das immer symbolisch eine Lampe in einem Videobeamer im Projektor, die Lampe flackert nicht. Das, was flackert, ist das, was projiziert wird. Die Objekte, die du dir ausdenkst, sind ein ständiges Kommen und Gehen. Bild, wenn du einen Film anschaust. Aber all diese im Jetzt auftauchenden Bilder, die auch jetzt wieder verschwinden. Alles, was auftaucht, kann nur jetzt auftauchen und es kann nur jetzt verschwinden. Sind alle gleichzeitig auf einer Datei im Hintergrund. Es gibt nur jetzt. Das ist das ewige Hier und Jetzt. Und wenn du das nicht wahrhaben willst, mir tut es für dich nicht einmal leid, dann gehört es dir nicht anders. Das ist ein Akt der Reife, weil dir klar sein muss, das taucht jetzt in dir auf, weil du die Reife hast. Du hast irgendwann einmal, wenn du auf die Welt kommst, und jetzt mache ich symbolische Bilder als Zeugen, bist du ein kleiner Hosenscheißer. Und jetzt kommt was ganz, ganz Schlimmes, dass du feststellen wirst, dass all die ganze Elite in deiner Welt einfach nur geistige Hosenscheißer sind. Die mögen Professor, Doktor sowieso sein. Du kannst in meiner Bibel nachlesen, da sage ich, zeig mir die Weisen deiner Welt und ich werde dir zeigen, dass das vollkommene Blödmänner sind. Warum? Wann sind die eigentlich? In dem Wort Sinn, sind die Sinusöffnungen schon mit drin. Das ist die Sprache ist ein Matrix-Programm. Du befindest dich jetzt in einem Computerprogramm. Darum habe ich in dir Computer erschaffen, jetzt in deiner Traumwelt und auch Videospiele erschaffen mit offenen Welten. Und das Erste, was du dir einprägen musst, im Anfang ist das Programm. Es wird immer alles genauso sein, wie das Programm sich das ausrechnet und auf einem BI-LED-Schirm zur Anschauung bringt. Das ist meine Computermetapher. Wo ich immer sage, du bist der Computer und das, was bei dir im Arbeitsspeicher zurzeit an Intellekt, an Daten und Verknüpfung, logischen Verknüpfungen, man nennt das Programm, sich befindet, aus diesem Kontinuum, aus diesem lückenlosen Zusammenhang, den du dir jetzt als eine Reihe von Bündchen und Streckchen oder Einsen und Nullen denkst, das sind alles nur Gedanken. Hast du das schon mal gesehen? Dieses Zwanghafte, wenn ich einen jungen Geist darauf hinweise, ist zuerst einmal, dass du immer nur logisch bist. Du vergleichst das, was ich dir jetzt erzähle, mit deiner Logik. Ich sage, du bist logisch, aber nicht geistreich. Das Wort Geist beginnt vorne mit einem G. Das ist im Hebräischen, im Griechischen ist das der dritte Buchstabe. Bei uns ist das ja das C. Das wiederum in der Physik des Lichtes. Das ist der Geist. Das Licht ist der Geist. Oder das E, die Energie, weil beides dann wiederum irgendwie mit Energie zusammenhängt. Die Physikbücher sind Religion. Die sind genauso Religion wie die Upanishaden, wie der Tenach, die Dora,
Das sind heilige Bücher, alles heilige Bücher. Und du wirst von mir niemals hören, dass irgendetwas, was in dir auftaucht, nicht wichtig wäre. Wenn jetzt in deinem Traum Menschen auftauchen, die irgendwas behaupten, du wirst von mir niemals hören, dass irgendeine dieser Äußerungen, dieser von dir ausgedachten Menschen, das sind alles, auch jetzt hier diese Pixelmännchen, sind ausgedachte Menschen, das sind keine Menschen. Ich sage, cut, du schaust jetzt einfach, was jetzt da ist. Ein Monitor, der in einer gewissen Entfernung vor dir steht, das sind hunderte von Selbstgesprächen, wo ich das wiederhole und es wiederholt sich jetzt wieder. Und da sagst du ja, ich höre das ja zum ersten Mal. Ich sage, ich schade für dich. Dann wirst du noch sehr, sehr viel und sehr oft das wiederholen müssen. Und wenn du zu denen gehörst, geh hören. Sag mal, der Geist hört. Ein Gedanke von dir kann nichts hören. Das ist so diese Erkenntnis, ein ausgedachtes Ohr. Wo waren jetzt eigentlich die ganze Zeit deine zwei Ohren, an die du jetzt denkst? Die haben nicht existiert. Und wo waren deine Augen, mit denen du angeblich was siehst? Die haben nicht existiert. An was denkst du, wenn du an Augen denkst? Dann kannst du dir bildliche Vorstellungen machen, die jetzt extrem davon abhängig ist, wie viel intellektuelles Wissen du in dir trägst und was für ein intellektuelles Wissen du zum Denken benutzt. Weil alles, was wohlgemerkt in deinem Intellekt nicht drin ist, kannst du auch nicht denken. Darum kann jeder Physiker, der dir irgendwas erzählt von Mikrokosmos oder Makrokosmos, all das, was er sich ausdenkt, kann er sich nur deshalb ausdenken, weil das auf seinen Speicher drauf ist. Logisch gedacht sagst du, das hat man mir in der Schule erzählt. In der Vergangenheit hat man dir überhaupt nichts erzählt. Das, was in dir auftaucht, kann immer bloß jetzt auftauchen. Das ist diese Bücherregal-Metapher. Das sind die Sätze, fang an, das zu akzeptieren. Sonst lösche ich in dir Holofeeling und dann wirst du große, große Probleme haben für die nächsten 1000 Jahre. Und merkst du, diese Worte lösen jetzt das Gefühl von Zukunft aus. Und der hat mir gedroht. Auch ein Beispiel, das ich tausende Male wiederhole. Und jetzt musst du schon wissen, das Wort 1000 im Hebräischen ist Elef. Das heißt auch unendlich oft, unendlich viel. Als Alef ausgesprochen, steht meistens dort das Stier. Aber dieser Stier hat jetzt nichts mit dem Tier zu tun. Man müsste den Stier rot lesen. Und du wirst merken, dass hier die Zeichen, jede Kleinigkeit, Holofeeling erklärt dir alles bis ins mikrokosmisch kleinste Detail. Es ist ein Programm wie in einem Videospiel. Und wenn du jetzt ein Kind bist, das jetzt, bitte denke jetzt normal, raumzeitlich, das an einem Computer sitzt und in einer offenen Welt, je nachdem irgendeine Figur, einen Avatar, durch diese Welt gleiten lässt, was man natürlich jetzt immer sagen kann, schaust du das Ganze aus der dritten Personperspektive, nennt man das, dann ist immer, ich will jetzt da kein Video herholen, dass ein Männchen läuft und du bist wie eine Drohne, die hinter dem Männchen herläuft und du merkst, wenn du den Joystick nimmst, dass du dieses Männchen symbolisierst, dass du nach rechts laufen lässt, nach links. Du beobachtest eigentlich dich als Brösel in dem Traum, aber jetzt die modernen Spiele gehen natürlich dann sogar mit VR-Brille und dann schaust du aus die Augen raus von diesem Männchen, das du steuerst. Aber all das sind nur ständig Wechselinformationen in deinem Kopf. Das ist ein Symbol. Diese Videospiele sind ein Symbol für eine Wirklichkeit, wo ich sage, es ist wie ein träumender Geist. Und da haben wir verschiedene Schichten. Und all das, da gehe ich jetzt nicht mehr genauer drauf ein, weil da gibt es wirklich hunderte von Selbstgesprächen, wo ich detailliert das erkläre. Wenn dich das nicht interessiert, eine Möglichkeit, die ich mir jetzt denke, Udo, okay. Dann hast du die Reife nicht. Das ist nämlich. Geht's wieder? Fängt das zum Aussetzen an? Ja, war gerade kurz. Ich habe ja gesagt, es kann sein, dass uns das rausschmeißt oder nicht rausschmeißt. Wir müssen uns über. Wir müssen uns über. Über. Über, ja. Geduld, Geduld. Warten wir mal, ob es sein soll. Oh. Hört mich eine Ariane, ein Pixel?
Nee, das pixelt nicht. Hör ich mich Geist selbst? Ja. Ich glaube, warte mal.